Oh, das ist richtig schön viel Holz. Geil. Ja, doch, es lohnt sich doch noch mit denen Handel zu treiben. Die letzten Jahre war das ja irgendwie immer ganz schön mau bei denen. Die haben immer eine Rüstung dabei gehabt, die wir nicht gebrauchen konnten. Und eine Handvoll Beeren und ein paar Baumstämme. Aber das sind jetzt ja schon, wie viele Seiten? 6 oder 7? Wow. Okay. Ich sag ja, die Goldstraße hat sich echt bezahlt gemacht. Da reden sogar die Elfen von. So, noch irgendwas. Ein paar Käfige. Schaden können sie nicht. Ein Opossum und ein Warzenschwein. Kommt, die können wir auch nehmen. Noch ein Käfig. Eine riesige Königskobra. Und ein riesiger Ibex. Was ist ein Ibex? Ah, die Königskobra nehmen wir schon mal. Irgendein Zwerg wird die bestimmt schon mögen. Ein bisschen Alkohol können wir auch gebrauchen. Es ist ja jedes Mal immer gleich ein Fass dabei. Golden Safe, nö. Leeres Fass, ja. Leeres Fass, ja. Die sind richtig gut bestückt dieses Jahr. Golden, nee, 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 das ja. Das Auseinanderfrieren ist ein bisschen nervig, aber na gut. So, das war's auch hier. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie viel Essen sie haben. Und wenn es sehr, sehr viel ist, was ich annehme. Oh, ein bisschen Stoff können wir auch mitnehmen. Naja, also wenn es sehr, sehr viel ist, dann mache ich das wieder off-camera. Und wir sollten bei uns mal ein bisschen was in die Waagschale schmeißen. Sonst tauschen die nicht mit uns. Oh ja, hier ist das ganze gute, schlechte Zeug, das alles weg kann. Schön dran denken, nicht die Holzkisten mitzutauschen. Sonst meckern die wieder. Ein Eisenspielzeugboot. Das wird nicht sehr gut schwimmen. Nehme ich einfach mal an. Außer die Designer waren sehr kreativ. Mit Luftblase und allem. So, du auch noch weg, 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 weg. Wir sind schon im Plus, aber nur mit 30% oder so. Das können wir ja nicht machen. Die müssen ja sehen, dass wir die Kohle über haben. Überall Goldadern und Goldstraßen und Platin-Trade-Depots, damit sie nächstes Jahr mit noch mehr Holz kommen. So, Essen. Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten. Ach, das geht, das mache ich jetzt ganz kurz. Auch wenn das immer mit diesem Doppelklick ist. Was? Nee. Wie gesagt, echt eine Änderung, die sie hätten lassen können und irgendwie anders einstellen. Obwohl ich nicht wüsste, warum irgendjemand nicht 5 Beeren kaufen will, sondern nur 3 oder so. Das müsste schon extremst Micromanagement sein. Also wenn jetzt im ersten Jahr eine Karawane kommt und man hat fast keine Ressourcen und man ist am Verhungern und braucht eine Beere zum Überleben, dann wäre diese Option vielleicht praktisch. Aber sonst, nee, nicht wirklich. Oh, jetzt sind wir schon bei den ganzen Garn. Das nehmen wir aber auch mal mit, falls wieder jemand durchdreht. Holzrüstung, nö. Krücken, nö. Oh, damit sind wir fertig. Wir haben einen Wert von 4.500 und er macht schon einen Profit von 1.800. Das müsste okay sein. T. Er ist sehr zufrieden mit dem Handel. Jo, sehr gut. Gerugon weg da. Und die Sachen alle wieder zurück. Klick, 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 klick. Nicht du, du. Ja, definitiv irgendwann mal sortieren. Aber nicht jetzt. Das wird wahrscheinlich genau der Fehler gewesen sein. Das habe ich mir damals auch gedacht. Und jetzt ist nicht später. So. Fertig. Das hätten wir also auch erledigt. Bisher keine Goblins. Das heißt, wir können die Straße hier unten mal wieder weitermachen. Er braucht einen Architekten. Da kommt keiner hin, weil wir bestimmt noch irgendeinen Alarm anhaben. Ja, haben wir. Den machen wir mal aus. So, jetzt müssten eigentlich ganz viele loslaufen und hier irgendwelchen Krimskrams aufsammeln. Und wir haben nur 3 Arbeitslose bei 120 Zwergen. Das ist doch schön. So muss das laufen. Irgendein Ass zur Hölle? Asmel Avuztazen ist aufgewachsen, um ein blauer Peehan zu werden. Ach so, das ist ein Tier mit einem Namen. Ich dachte schon. Irgendein Zwergenkind ist ein blauer, komischer Vogel geworden. Das würde ich dem Spiel zutrauen. Einmal die falschen Beeren gegessen und schwupps. Aber gut, also da unten. Was macht ihr? Ihr geht bitte nicht zu weit raus.
Haben wir wieder irgendwas entverboten? Oh, wir haben unter der Brücke jede Menge Krimskrams, aber die laufen nach oben. Wo lauft ihr denn hin? Okay, erstmal gucken, wer das ist. Das ist einer ohne Namen und noch einer ohne Namen. Ja, dürft ihr weiterlaufen. Wenn es jetzt irgendein Uralswerk von uns gewesen wäre, dann hätte ich ganz schnell wieder den Befehl gegeben, dass alle drin bleiben müssen. Aber so ist das schon okay. So, er hat jetzt eine Sache von dem Haufen da genommen. Das war's. Der andere hoffentlich auch. Und der nächste kommt mit einer Kiste im Arm. Ja, sammel bloß nicht die Leiche da einer, der Geist dich beruhigen könnte. Nö, warum auch? Sammel lieber den ganzen Klimbim, der hier sonst so rumliegt, auf. Aber na gut, wenn Goblins da gewesen wären, dann hätten sie inzwischen schon angegriffen. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt mal kurz auf die Jobliste gucken. Copper Legends, muss nur noch einer hergestellt werden. Oh, ich bin verbuggt. Nein, bin ich doch nicht. Also es muss nur noch ein Copper Legends hergestellt werden. Das heißt, unsere Zwerge müssten eigentlich jetzt gut ausgerüstet sein. Das testen wir nochmal. Wir gehen runter zu unserem Danger Room, machen S-Shift-A-M. Dahin gehen bitte. Und dann wird mal wieder die Ausrüstung überprüft, ob das jetzt schon ein wenig besser aussieht. Und Gerugon verzieht sich. Der hängt irgendwie zu viel in seinem Gefängnis ab. Das finde ich schon sehr skurril. Aber na gut, er wird schon wissen, was er tut. Irgendwas Unanständiges mit Armbrüsten bestimmt. So, die ersten zwei Milizionäre. Drei Milizionäre, vier Milizionäre. Fünf. Ah, der halbe Trupp ist da. Aber da habe ich ja schon ein bisschen was rum experimentiert gehabt, dass nicht alle immer auf die Befehle reagieren, damit die nicht krumpig werden. Das sollte ich vielleicht noch mal ändern. Aber jetzt erstmal Ausrüstung gucken. Wir hätten gerne I für Inventar. Du hast eine Brustplatte, das ist gut. Du hast Lederhosen an, das ist okay. Du hast einen Handschuh an. Du hast ein Schild in der Hand. Du hast eine Hose an, du hast einen Helm an, du hast Schuhe an und einen Hammer. Sehr schön. Also es wäre natürlich noch schöner, wenn er jetzt noch 2, 3 Kettenhemden, 7 Leatherhoods, also diese Hauben hätte. Aber so ist es schon mal sehr gut. Wenn der andere jetzt auch einigermaßen so ausgerüstet ist, dann heißt es Danger Room. Aber da hier so viele Gegenstände sind, bezweifle ich das irgendwie. Also er hat eine Brustplatte, also Torso ist geschützt. Er hat Schuhe, also die Füße geschützt. Ein Helm, also ist der Helm geschützt. Fehlen noch Beine und Hände. Auch Lederhosen, Eisenhosen, also Beine sind auch geschützt. Ein linker Handschuh aus Kupfer und ein rechter Handschuh aus Eisen. Hammer in der Hand, Schild in der anderen Hand. Jo, der ist auch gut ausgerüstet. Also, er ist okay ausgerüstet. Eigentlich müsste ja alles aus Stahl oder sonst was sein. Und er hier hat sogar 3 Kettenhemden an. Bunte Fuß. Ah, er ist ja auch der Anführer von dem Ganzen. Er darf sich wahrscheinlich das beste Zeug schnappen. Ja, Stahlhelm, Stahlschild, Stahlschuhe, Stahlbrustplatte, Stahlhandschuh, Stahlanderer Handschuh. Das Einzige, was nicht Stahl ist, sind die Hosen. Und die 3 Kettenhemden. Also noch mehr? Nur ein Umhang. Ja, aber okay. Also S, Shift, A. Einmal den Befehl abbrechen, einen neuen Befehl geben. Geht mal da rein. Tür ist offen. Jo. Sie flitzen rein, auch wenn es nur 5 sind. Kriegen wenigstens die 5 schon mal Training. Und wo läufst du hin? Und warum bist du so langsam? Na okay, er trägt einen ganzen Stahlpanzer. Das wird schon schwer sein. Aber trotzdem, dass das so einen Unterschied macht, war mir früher gar nicht so aufgefallen. Außer er ist nicht sehr gut durchtrainiert. Also die Stärke und die Agility machen ja sehr viel von dem Bewegungstempo aus. Weswegen es ganz gut ist, eigentlich alle Milizionäre auch in den privaten Jobs irgendwas Schweres machen zu lassen. Also Bäume fällen oder minern oder sowas. So, es sind noch nicht alle drin. Aber es kommen jetzt anscheinend alle hierher. Das ist schon mal sehr gut. Nein, nicht rauslaufen. Komm, rein da. So, wenn du drin bist, machen wir zu. Zack. L. So, jetzt brauchen wir noch jemanden, der den Schalter da drückt. A, Shift, P, Repeat. Und dann hoffen wir mal, dass sich diesmal kein Zwergenauge aussticht. Aber selbst wenn, werden halt so nur die Schwachen ausgefiltert. Das klingt hart, aber das ist das Zwergenleben.
Wir brauchen eine starke Miliz. So, der da kann seinen sadistischen Trieben nachgehen und zugucken, wie die immer gepikst werden. Bisher kein Blutfleck außer den alten da. Wir lassen es jetzt mal so eine Minute lang laufen. Und danach gucken wir, ob irgendjemand verwundet ist. Und wenn nicht, machen wir den Rest der Folge das Ganze zu Ende. Also die 5 Minuten oder was, die es noch geht. Das ist ja nicht allzu viel. Und dann, bevor die Folge zu Ende ist, muss ich unbedingt dran denken, da ist jemand eingeschlafen. Scheint ja nicht sehr weh zu tun. Aber ja, bevor die Folge zu Ende ist, muss ich unbedingt dran denken, die Leute wieder rauszulassen, den Befehl aufzuheben. Nicht, dass das dann irgendwie nächste und übernächste Folge vergessen wird und wir dann zurückkommen und die ganzen Wände hier sind rot und keine Zwerge sind mehr da. Ja. Gucken wir uns lange hier mal um. Gerugon ist wieder in seinem Gefängnis und macht da wieder irgendwas. Die Steine werden langsam abtransportiert mit den Wheelbarrows. Hier oben könnten wir noch ein paar neue Gänge reinziehen. Aber momentan dürften wir genug Steine haben, das passt schon. So, gefühlt ist Minute rum. Gucken wir mal nach Wunden. Keine Wunden. Keine Wunden. Ah, da ist eine Wunde. Er ist ohnmächtig geworden. Oh, der ist gar nicht geschlafen. Oder hat gar nicht geschlafen, sondern ist ohnmächtig geworden. Oder zählt normales Schlafen auch als ohnmächtig? Oh, das müssen wir mal testen. Wir... Pause. Wir lassen ihn ja nicht weiter stupsen, solange ich nicht weiß, was es ist. Also wir gucken nach oben in die ganzen Schlafkammern. Und hier schlafen ja jede Menge. Dann gehen wir einfach mal auf einen von denen. Und richtig, der zählt auch als unconscious. Also bewusstlos. Beschläft halt. Okay. Also kann der da unten echt eingeschlafen sein? Er hat zwar andere Wunden, aber die kann er von einem anderen Kampf gehabt haben. Er hat einen linken Fuß angeditscht und sonst keiner. Oh, der ist auch angeditscht. Linke Arme. Also Nereos hat den linken Unterarm und den linken Oberarm verletzt. Jetzt gehen wir mal auf sein Inventar und gucken, ob er zufällig keinen linken Handschuh anhat. Er hat schon mal ein Schild. In der linken Hand, müsste also da geschützt sein. Er hat einen rechten Handschuh und keinen linken Handschuh. Okay, also sobald irgendjemand ein Rüstungsteil nicht anhat, kann er da verletzt werden. Also es ist schön, dass das Spiel das so genau nimmt, dass wenn er keinen linken Handschuh hat, dass er links auch verletzt werden kann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es nur so und so viele Trefferzonen gibt. Also ja, man kann auch im Pankreas getroffen werden und im linken Auge und in der rechten Unterlippe. Aber dass allgemein der Rüstungsschutz so geregelt ist, dass sobald man ein Teil am Oberkörper trägt, dass der ganze Oberkörper abgedeckt ist. Und dass wenn man einen Handschuh trägt, dass dann die Arme alle abgedeckt sind. Aber anscheinend nicht. Was gut und schlecht ist. Also, abbrechen, du. Abbrechen, Tür auf. Und S-Shift-A-O, die Jungs da rauslassen. Die haben jetzt zwar alle was abbekommen, aber sie haben bestimmt gut trainiert. Und die Wunden werden hoffentlich schnell genug versorgt. Der sieht nicht gut aus. Wunden. Oh, ist nur ohnmächtig und unglücklich. Ja, das wäre ich auch, wenn ich in einem kleinen Raum mit 9 anderen Zwergen eingesperrt würde und durchgehend von irgendwelchen Holzspeeren gestupst. Kommst aber schon irgendwann raus, oder? Befehl ist aufgehoben. Oh, an ambush. Curse them. Okay, es waren also doch Goblins da. Ich guck mal ganz kurz nach draußen, ob irgendein Zwerg hier irgendwas am Einsammeln ist. Das sind alles Zwergenleichen, das ist okay. Also, es ist nicht okay, es ist aber normal bei uns. Sonst... sehe ich hier eigentlich gerade nichts? Nö. Das heißt, M-A Inside. Das heißt, der da könnte angeschossen werden, aber das sind keine Fernkämpfer. Also du läufst jetzt bitte ganz schnell wieder weg. Die Goblins tapsen rein, der halbe Trupp ist schon mal weg. Das heißt, mit etwas Glück verpieseln die sich gleich. Unsere Miliz schicken wir jetzt nicht hin, weil wir gerade gesehen haben, dass sie alle verwundet sind und nicht alle Rüstungsteile tragen.
Das muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, wir lassen die Goblins jetzt da einfach stehen und warten ab. Oh, und die Elfenkarawane geht bald. Hihihihihi. Okay, also können die Elfen sich mit den Goblins rumschlagen, wenn sie rausgehen. Und vielleicht bleibt ja auch was für uns liegen. Aber jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir zu, wie die Elfen von den Goblins vermöbelt werden. Oder andersrum. Also bis gleich.